Wie wir ja mittlerweile wissen, können manche Pakete trotz intensiver Nachforschung nicht beim Empfänger zugestellt werden. Außerdem kann es passieren, dass Pakete von DHL während des Transportes beschädigt werden und dann ebenfalls auf Versteigerungsseiten wie beispielsweise Auktionshaus Weller landen. Fun Fact, man kann sogar alte Betriebsfahrzeuge der Deutschen Post ersteigern. Oh Mann. Nachdem in meinen 5000 DHL-Paketen echt ziemlich viel Schrott drin war, hoffe ich heute auf bessere Funde. Und damit, hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich befinde mich hier gerade in Österreich im Hotelzimmer, aber ich wollte unbedingt noch den Anfang fürs Video aufnehmen. Den Hauptteil habe ich schon letzte Woche bei mir im Lager aufgenommen. Naja, auf jeden Fall haben mich Leute kontaktiert, die meinten, dass sie jeden Monat bei diesen DHL-Auktionen, da gibt es ganz viele verschiedene von, für mehrere tausend Euro einkaufen. Das kann dann so aussehen, ich blende euch immer ein paar Bilder ein und mir mal für ein Unboxing-Video ein paar Sachen rüberschicken könnten. Ich fand das ganz interessant, weil es vor allem auch teure Sachen sein können und nicht nur irgendwie so Kleinkrams wie jetzt bei diesen 5000 DHL-Paketen, wobei da auch teilweise coole Sachen bei waren, neben dem ganzen China-Schrott. Genau, und ich habe für 1000 Euro ein paar Pakete abgekauft, die wir zusammen auspacken werden. Und ja, seid gespannt, ob sich das gelohnt hat. Und da sind wir auch schon. Leute, was geht? Ich befinde mich mal wieder hier bei mir im Lager und habe den ganzen Bums hier mal aufgebaut. Also wie ich euch schon erzählt habe, hier sind einige, oder was heißt einige, halt ein paar von den Paketen, die der Bre mir geschickt hat. Ich muss sagen, ich habe keine Ahnung, ob da jetzt schon vorher reingeschaut wurde oder nicht. Ich habe ihm einfach, wie schon euch erzählt, 1000 Euro überwiesen in der Hoffnung, dass es ein geiles Video wird. Bei unseren 5000 DHL-Paketen, die ich letztens irgendwann mal bestellt habe, war ja auf vielen Paketen noch eine Adresse drauf. Hier haben wir das auch, allerdings nicht auf allen. Also hier ist zum Beispiel noch eine Adresse drauf. Hier nicht, aber hier sind irgendwelche QR-Codes drauf. Und ich glaube, das kann ich schon vorweg sagen, in dem Paket ist das Beste, weil er meinte, das ist ein schweres Paket und das soll ich mal am besten am Ende aufmachen. Würde ich sagen, fangen wir einfach mal hiermit an. Und hier ist auch leider schon irgendwie, oh, das sind sogar irgendwie zusammengeklebt. Ach so, das sieht irgendwie aus wie eine Lampe, oder? Und eine Backform. Boah, das ist ja wieder viel zu crazy zugemacht. Oh, ach scheiße, ich bin aber auch dumm. Hier muss ich, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger mit der Materie umgehen, weil das kann ja schon Wert haben. Und vielleicht ist das ja eine Designerlampe. Ich habe jetzt leider hier reingeritzt. Ah nein, es ist Deko. Ich glaube, ich weiß, wie man das macht. So, und dann kommt das hier drauf und das hier drauf. Andersrum. Ah, Alex hat den Bogen raus, denn Alex ist nicht dumm. Leute, ich habe keine Ahnung. Kann mir bitte jemand erklären, was das sein soll? Also, ich habe jetzt gedacht, es ist ein Regal, aber irgendwie... Oder was ja auch sein könnte, wenn man das so nebeneinander an die Wand schraubt. Ja, ja. Und dann, ah, wahrscheinlich soll man das einfach so an die Wand schrauben oder hinstellen. So eins, zwei, drei, tada. Kein Plan, ob sowas wertvoll ist. Falls ich es im Internet finde, blende ich es euch jetzt hier ein. Okay, machen wir direkt mal weiter. Ist ja klar, das ist jetzt sowas Ähnliches. Deswegen war das auch zusammen. Das ist jetzt das Gleiche davon, nur halt in quadratisch. Wie kann man denn bitte etwas verpacken? Warum ist das so krass eingepackt? Ich habe es mir ja auch schon gedacht. Wir haben hier einfach das Gleiche in quadratisch, was noch tausendmal in Luftpolsterfolie eingepackt ist. Diese Dinger machen mich irgendwie sauer. Wunderschön. Hier muss man nur sagen, es ist kaputt. Und ich glaube, das war schon vorher auch kaputt, weil es ist total verbogen. Bevor wir weitermachen, würde ich mich super freuen, wenn ihr einmal den Kanal abonniert. Vielen, vielen Dank. Aber ich muss sagen, ich bin kein Profi-Dekorateur. Meine Wohnung ist auch sehr schlicht. Alle sagen immer, Alter, hier sieht ja aus wie bei Ikea. Ich kann mir aber vorstellen, dass das schon wild kommt an der Wand. Bisschen verbogen zwar, aber naja. Weiter geht's. Oh, das sieht doch schön aus. Zack. Oh, was haben wir denn hier? Hier ist viel drin. Unterwäsche. Just Add Water. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. 6, 7, 8, 9, 10. 10 mal, ich glaube, sowas wie Unterwäsche oder so. Für Ladies. Oder man muss ja heute aufpassen, was man sagt. Für alle, die sich fühlen, sowas tragen zu wollen. Ich bin mir gerade unsicher, ob einfach die Marke Just Add Water heißt. Wow, das sind echt coole Muster, oder? Hängt hier noch ein... Ah, Preisschild ist dran. Ist hier ein Preisschild dran? Nein. Designed for you. Ich glaube, die Marke heißt Capschi. Wenn ich jetzt für Instagram pose, macht man... Ja, schick. Und wir haben hier wirklich 10 verschiedene Muster. Ihr habt es ja gerade gesehen. Noch sowas. Vielleicht könnte ich sowas wirklich meiner Mutter andrehen, weil die trägt auch, ja, so, also ich glaube, das ist eher Bademode für Frauen im gehobeneren Alter, beziehungsweise, ja, muss ich ja aufpassen, was ich sage. Ich schaue jetzt erstmal, ob das was wert ist. Bikini. Ich sag 40 Euro pro Bikini. Guck mal, hier haben wir es sogar. Und ich lag gar nicht so verkehrt. Ein Bikini kostet, Alter, echt gut, 30 bis 45 Euro habe ich hier und ich habe 10 Stück davon. Kennt man denn die Marke Capschi? Ich habe das noch nie gehört. Capschi, 1,1 Millionen Follower. Krass. Anscheinend werde ich die dann auch los, wenn ich die verkaufen sollte. Nur gerade ist ja leider nicht so die passende Jahreszeit für Capschi. Moment mal kurz. 11, 12. Die habe ich vergessen. An sich hatte diese kleine Box ein UVP von 400 Euro. Schon mal gut. Okay, weiter geht's. Schauen wir mal, was uns hier erwartet. Ein Teppich. Ich kenne mich mit Teppichen nicht aus, aber Teppiche können ja auch wirklich arschviel Geld kosten. Dieser Teppich
Ist zwar unfassbar hässlich. Ich weiß nicht, ob ich schon mal so einen hässlichen Teppich gesehen habe. Ach, und in dem Teppich ist gleich noch ein Teppich. Zweimal bunter Teppich. Ich guck mal, ob ich irgendeine Marke finde. Nein, nein. Erster Eindruck ist nicht gut. Ist ein Billigteppich. Aber ich würde trotzdem mal schätzen, dass so ein Teppich schon 20, 30 Euro kostet. Vielleicht sogar ein bisschen mehr. Wir haben ja gleich zwei davon. Also ein schlechter Fund ist was anderes. Nur für mich, keine Ahnung, ist das nichts. Und wir haben so ein Paket nochmal. Und ich bin mir fast ziemlich sicher, dass hier auch nochmal ein Teppich drin ist. Ja, es ist ein Teppich. Es ist ein und derselbe Teppich, nur diesmal in einer etwas anderen Farbe. Ey, wenn ihr euch mit Teppichen auskennt, vielleicht kennt ihr sogar diesen Teppich. Schreibt doch mal in die Kommentare, wo kommen die her und was ist das für eine Marke und was für einen Wert haben die? Weil ich habe den jetzt bei Google nicht gefunden. Ist halt auch einfach schwierig, nach was soll ich da suchen? Bunter Teppich? Es gibt halt zig Milliarden bunte Teppiche. Nur die, die mir hier vorgeschlagen sind, sind alle deutlich schöner als dieser bunte Teppich, den ich gefunden habe. Naja. Oh Mann, ich will das Große aufmachen. Das machen wir zum Schluss. Manchmal sind hier auch Nummern drauf. Wobei, das hatten wir bei unseren 5000 DHL-Paketen auch auf manchen Paketen. Ich habe keine Ahnung, was die Nummern zu bedeuten haben. Aber gut. Ein Helm. Wow. Ein Motor... Alter. Ich glaube, das ist ein Motorradhelm. Geilo. Vor allem Motorradhelme. Ich fahre zum Glück kein Motorrad. Ich finde es zu gefährlich. Ich würde es gern machen, aber das ist es mir einfach meistens nicht wert. Ey, wie krass. Einfach ein Helm. Von Virtue. Einen Helm mit Brille. Alter. Ein Helm mit Brille und Freisprechanlage. Und wir haben noch Handschuhe dabei. Den muss ich ja jetzt erstmal aufsetzen. Ich weiß gar nicht, ob ich da reinpasse. Hallo, wie geht denn das auf hier? Moin. Servus. Moin. Oh, und eine Brille. Das ist eine Skibrille. Ich war morgen in Skiurlaub. Da könnte ich die gebrauchen. Also ich kenne mich echt nicht aus mit Motorradhelmen. Ich schätze aber mal, der kostet mindestens 150 Euro. Wenn nicht sogar noch mehr mit dem ganzen Equipment hierbei. Ja gut, also ist stabil. Ich habe genau diesen Helm hier gefunden. Auch mit der gleichen Freisprechanlage. Nur mit einem anderen Muster. Für 131,99 Euro. Ich hätte mehr gedacht oder mehr gehofft, aber ist ja trotzdem gut, ne? Und es sieht ja auch einfach lässig aus. Motorradfahrer, die kommen ja immer überall richtig gut an, weil die so cool sind. Vielleicht gehe ich jetzt einfach nur manchmal so ein bisschen rum mit diesem Helm unterm Arm, damit alle denken, ich fahre Motorrad. Aber naja, geil. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. Also hier hat auf jeden Fall jemand schon mal reingeguckt, weil das Ding ist komplett auf. Aber schauen wir jetzt einfach mal. Oh, Entschuldigung. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist einfach so ein Gitter für ein Kind oder für einen Hund, dass der irgendwo nicht langläuft. Oder? Was soll das sonst sein? Ja, spannend. Ja, das kannst du wahrscheinlich so an der Treppe befestigen und dann immer auf und zu machen. Okay, wunderschön. Und dann haben wir hier jetzt unser vorletztes Paket. Das ist geisteskrank zugemacht. Wahrscheinlich schlitze ich jetzt wieder irgendwo rein, aber was soll ich machen? Ah, und in dem Paket, wer hätte es gedacht, ist noch ein Paket. Und in diesem Paket, was in dem Paket ist, haben wir Styropor. Und hier haben wir eine Kinderlampe mit Stern drin. Wow. Wow, das Styropor ist aber eklig. Ach so, ich weiß. Ich hätte die euch gerne mal zum Leuchten gebracht. Das Ding ist, die ist direkt für die Decke. Oder für die Wand wahrscheinlich eher. Hä, aber wie rum sollen das gehen? Das verstehe ich nicht ganz. Dieser Stern ist so rum und dieser Stern ist so rum. Hä? Und hier ist auch eine Fernbedienung bei. Die Frage ist, wie das Modell heißt. Ich liebe das ja. Nirgendwo steht eine Marke drauf, ne? Das ist echt komisch. Ich habe jetzt echt ewig gesucht, keinen Plan. Ich würde mal schätzen, das Ding kostet irgendwas zwischen 30 und 200 Euro. Aber mehr kann ich euch dazu auch nicht sagen. Aber mir gefällt sie auf jeden Fall. Ich glaube, ich schenke die meiner Tochter. Ja, Leute, ich habe euch was zu sagen. Ihr habt einiges verpasst. Ich habe einen Joke gemacht. Nein, ich habe keine Kinder. Ich bin ja selber noch eins. So, dann verstaue ich das Sternlicht mal wieder hier drin. Ich habe die Verpackung schon komplett demoliert. Zack, zack, zack. Und jetzt kommen wir auch schon zum letzten Paket. Hier bin ich jetzt mal gespannt, weil mir wurde gesagt, das soll das Beste sein. Und wir haben ja schon einige coole Sachen. Gut, ich habe einen Taui bezahlt, dafür hat es sich jetzt noch nicht so wirklich gelohnt. Aber wir sind ja auch noch nicht am Ende. Alter! In dem Paket ist erstmal noch ein Paket. Und unter diesem Paket befindet sich ein... Das ist auf jeden Fall teuer, das weiß ich. Ich mache jetzt erstmal noch das hier auf. Hier steht sogar was drauf. Kreisbauhof. Also hier sind zwei von diesen kleinen Paketen noch drin. Ah, das sind Tastaturen, oder? Nee, das sind einfach so Bügel für die Wand. Aber wozu genau man die gebrauchen soll, das weiß ich auch nicht. Hier ist noch irgendeine Creme bei. German Technology. Fix all. Leute, lest euch das mal durch. Das ist einfach gar kein Deutsch. Also manchmal fragt man sich auch, wer sowas produziert, ne? Die fünfte Generation mit C des Nanostrukturen in Deutschland. Das macht gar keinen Sinn. Aber ich würde sagen, Fix All heißt, dass es überall klebt und vermutlich sogar sehr gut klebt. Deswegen probieren wir das so einfach mal aus. Ich wollte mich nämlich morgen früh eh wieder auf die Straße kleben, irgendwo. Kann ich das doch gleich mitnehmen. Was klebe ich denn jetzt zusammen? Ich versuche einfach mal diesen Bügel an die Wand zu kleben. Das wäre schon mal geil, wenn es klappt. Wie Pippi Langstrumpfs Spezialkleber. Und daran dann noch Klimmzüge machen. Übrigens, dieses Schild habe ich letztens auch gefunden in einem Paket. Vorsicht, Rutschgefahr. Finde ich übelst geil. Nicht zu viel Kleber, ne?
Das ist auch immer wichtig. Mir mein Papa erklärt. Einmal oben und Kleber einmal unten. Gucken, ob das hält. So, oder? Ich mach's einfach mal so. Nee, eigentlich ist es ja auch egal. Und dann jetzt kurz abwarten. Ich warte jetzt einfach eine halbe Minute ab und lass dann los. Ja, eigentlich müsste es jetzt schon halten. Oh, hallo. Irgendwie doch nicht so ein Spezialkleber. Da hält ja gar nichts. Aber das Finale ist jetzt tatsächlich hier. Wir haben hier einen Saugroboter. Der ist jetzt, ich weiß nicht, ich kenne die Marke nicht, sagt mir nichts, aber der ist ganz schön schwer. Ecotec, nee, Secotec Konga 2290 Ultra Home Saugroboter. Schauen wir mal, in welchem Zustand der ist. Hm? Oh, der sieht gut aus. Mir wurde auch gesagt, dass sich in großen Mengen bei DHL zu kaufen nicht immer mega lohnt. Also selbst wenn man 20.000 Euro bezahlt, heißt es nicht, dass man am Ende 10.000 Euro damit verdient. Aber die machen das wohl, weil sie Spaß dran haben. Und der ist wirklich in einem Top-Zustand. Hier ist auch alles noch komplett neu. Der wurde noch nicht einmal benutzt. Deswegen will ich den eigentlich jetzt auch so lassen. Ich schau mal kurz nach, was der kostet. Konga 2002. Oh, scheiße. Hä? Ich hatte safe mehr gedacht. Aber egal. Also auf der richtigen Secotec Homepage kostet der 400 Euro. Nur den gibt es halt auch auf anderen Homepagen. Ich sag einfach mal, 220 Euro ist das Ding wert. Dann haben wir jetzt am Ende. Also ich muss sagen, ich hätte mir ein bisschen mehr erhofft. 1000 Euro ist eine Menge Geld. Ich glaube, das kann jeder von euch nachvollziehen. Aber es war trotzdem ganz lustig und ich glaube, das Video ist auch ganz witzig geworden. Wir haben jetzt einen Helm. Ich habe einen Teppich. Ich habe ganz viel Bikinis. Wenn ihr noch einen flotten Bikini braucht für den Sommer, meldet euch. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Gibt es ein neues Video und ja, haut rein. Ciao.